heutigen Folge von Untermenschen befassen wir uns mit einer Mutation der uns bereits bekannten Facebook-Attention-Whore. Diese Mutation zeichnet sich dadurch aus, nicht mehr pseudotraurige Texte zu schreiben, um Aufmerksamkeit durchs Mitleid anderer Menschen zu erhalten, sondern dadurch, dass sie jetzt dafür sorgt, dass andere Menschen um ihre Aufmerksamkeit kämpfen. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Die ganze Strategie der Attention-Whore basiert hierbei auf dem Grundbedürfnis nach Selbstbestätigung durch andere Menschen. Die Attention-Whore postet Bilder von sich und schreibt dann in die Beschreibung etwas wie: Die Schönsten werden markiert oder einige kommen drauf. Das sehen ihre virtuellen Freunde jetzt und liken natürlich das Bild, selbst wenn die Verfasserin so aussieht, als hätte sie erfolgreich 3 Abtreibungsversuche überlebt. Die Attention-Whore kann sich jetzt auf die ganzen Likes was einbilden und alle, die das Bild geliked haben, hoffen jetzt natürlich darauf, mit ihrem Profil auf dem Bild verlinkt zu werden, weil das aussagen würde, dass sie hübsch sind und sie somit ebenfalls einen Ego-Push bekommen würden. Wir haben also eine Win-Win-Situation, oder? Falsch, denn wer wirklich unter diesem ekelhaften Geschleim im Internet leiden muss, sind all jene, deren Gehirne noch nicht durch dauerhafte Handystrahlung matschig wurden. Ich selber benutze Facebook so gut wie gar nicht mehr, weil Twitter einfach viel besser geeignet ist, um Menschen zu beleidigen. Aber sobald ich mich mal kurz bei Facebook einlogge, strahlt mir direkt das Bild von irgendeinem Pottwal entgegen. Das Ganze ist dann versehen mit irgendeinem pseudodypen Zitat und dieser elenden Like-Link-Scheiße. Und ich muss mir das Ganze ansehen, weil irgendwelche Hämorrhoiden aus meiner Freundesliste meinen, die Bilder liken zu müssen, in der Hoffnung, so ihr Ego pushen zu können. Ganz ehrlich, wie viele Chromosome habt ihr bitte zu viel? 3! Doch was kann man denn jetzt gegen diese Art von Untermenschen unternehmen? Nun, die Antwort darauf ist ähnlich wie die bei der normalen Attention-Whore. Zuerst einmal meldet ihr das gepostete Bild bei Facebook, weil ihr diesen Unfall nicht sehen möchtet. Dann postet ihr der Person den Link zum kleinen Bonusvideo aus der Videobeschreibung in die Kommentare und zu guter Letzt entfernt ihr dieses Subjekt dann noch aus eurer Freundesliste. Problem gelöst. So, und jetzt lasst uns doch mal schauen, welche geistigen Ergüsse ihr denn so unter dem letzten Untermenschen-Video hattet. Wie kommst du nur auf solch legendäre Einfälle? Ich habe seit meiner Geburt eine ziemlich lustige geistige Behinderung. Wieso wurden einige deiner Rage-Cartoons als privat markiert? Ich habe einen Großteil meiner alten Videos gelöscht oder auf privat gestellt, weil der Content einfach nicht mehr zum aktuellen Stil meines Kanals passt. Hey, ich kann den Typ irgendwie nicht leiden. Nun, dann habe ich mein Ziel ja erreicht, denn im Gegensatz zu vielen anderen YouTubern versuche ich in meinen Videos absolut nicht sympathisch rüberzukommen. Ganz im Gegenteil, ich spiele die Rolle eines unglaublichen Arschlochs, was sich über alles und jeden lustig macht. Und das mit Absicht. Denn das Letzte, was ich will, ist eine krasse Zuschauerbindung aufzubauen, die den Zuschauern das Gefühl suggeriert, mich zu kennen und mit mir befreundet zu sein. So wie es beispielsweise bei den ganzen Beauty-Tanten der Fall ist, die jedes ihrer Videos mit "Hallo meine Lieben" beginnen, um ihre Schminkprodukte besser verticken zu können und sich dann im Nachhinein darüber wundern, wenn ihre Zuschauer sie auf den Mund küssen oder tagelang vor ihren Hotels campen. Ich will einfach eine Grenze zwischen meiner Persönlichkeit auf YouTube und dem Tommy im realen Leben ziehen. Und das geht nun mal einfach am besten, indem man auf YouTube ein unsympathisches Arschloch memt. Geht auf meinen Kanal vielleicht? LOL. Nee, besser nicht. Man munkelt, von deinem Content kriegt man Syphilis.